Wie sozial kann und muss Digitalisierung sein? Wie kann ein souveräner Umgang mit digitalen Angeboten für alle im Sozialraum sichergestellt werden? Diese und weitere Fragen griff die interdisziplinäre Fachtagung Sozialraum Digital, Souveränität in der digitalen Welt auf. Rund 120 Interessierte und Expertinnen und Experten aus Verbänden, Unternehmen, Politik und Verwaltungen tauschten sich im Plenum und in Workshops darüber aus, was Menschen brauchen, um die digitale Welt souverän zu nutzen und welche Herausforderungen dafür anzupacken sind. Ja, ich habe einen sehr tollen Eindruck mitgenommen, denn die Veranstaltung hat gezeigt, dass das Thema nicht nur auf sehr großes Interesse gestoßen ist, sondern dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz verschiedenen Bereichen da sind, eben nicht nur aus der Politik, sondern von der freien Wohlfahrtspflege, von Bildungseinrichtungen, aus der Wirtschaft, von vielen anderen Vereinigungen und Initiativen. Und genau das ist auch das richtige Signal mit Blick auf die gute Gestaltung der Digitalisierung, denn das wird nur gelingen, wenn alle hier gemeinsam zusammenwirken, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen und sich austauschen. Und das passiert heute hier. Der Zugang zu digitalen Angeboten und die Kompetenz zu ihrer Nutzung sind elementare Voraussetzungen für Teilhabe oder Exklusion in unserer modernen Gesellschaft. Dies gilt insbesondere auch für ältere Menschen. Die Veranstaltung beförderte Fachaustausch und entwickelte Anregungen für die Weiterentwicklung einer sozialen Digitalisierung. Dabei kam der Frage nach Souveränität der Nutzerinnen und Nutzer sowie den dafür notwendigen Kompetenzen und Rahmenbedingungen eine Schlüsselbedeutung zu. Zentrale Überlegung der Veranstaltung war, welche Herausforderungen gemeistert werden müssen, damit Digitalisierung Teilhabe befördert und nicht zu neuen Formen der Ausgrenzung führt. Die Veranstaltung fand nach 2017 bereits zum zweiten Mal statt.